Hallo Afobs. Willkommen im Loop 5 in Weiterstadt. Heute in unserem Showroom. Ich bin der Niklas. Und ich bin der Marco. Ja. Hi. Niklas. Ja. Jetzt haben wir uns hier den ganzen Showroom angeschaut. Oh ja. Aber über eine Sache wollten wir doch noch reden. Was war das denn? Saint-Michel? Nein. Ach, der Leuchtturm. Der Leuchtturm. Der Leuchtturm. Der Leuchtturm. Viele von euch kennen ihn, einige von euch haben ihn schon gebaut. Du hast ihn auch gebaut. Ich habe das gemacht. Also wirklich den Leuchtturm, der hier steht. Den hast du gebaut. Jetzt mal ein bisschen besser abstauben, Alter. Also das Ding ist von bis oben einfach nur, es macht tierisch Spaß zu bauen. Und immer so der Punkt, wenn man zum Beispiel unten dieses Wasser baut. Ich meine, also irgendwann kommt so der Moment, wo man sich denkt, jetzt könnte noch mal was anderes kommen. Das Geile an dem Leuchtturm ist, genau in dem Moment, wo du dir das denkst, wendest du um und es kommt was anderes. Ja, klasse. Es macht tierisch Spaß. Und ja. Wirklich auch. Ich meine, hier, man sieht nur von außen, das ist von außen schon eine Bombe. Und innen ist er aber nochmal krass. Innen, ja, mit diesem versteckten Geheimgang da unten und so. Zum Beispiel und ja. Diesen ganzen Schiffsresten, die da drin sind, ja. diesen Keller ja. Form und so, das ist mit Details, Witz und wirklich mehr. Also ich bin scharf drauf, ihn auch zu bauen. Ich besitze ihn noch nicht. Aber bald. Denn viele von euch mögen dieses Set, viele warten darauf, dass das Set wieder erscheint. Und das hier ist eine Ankündigung. In wenigen Tagen wird dieses Set wieder bei uns eintreffen. Ähnlich wie das Video, das ich zu Burg Blaustein gemacht habe, hier also die Fakten. In den nächsten Tagen kommt es wieder bei uns an. Wir werden das Set, wie auch die Burg Blaustein, am späten Nachmittag freischalten. Und alle, die sich für das Set interessieren, die auf den Verfügbarkeitsbutton geklickt haben, ihre E-Mail-Adresse hinterlassen haben, werden zum Verkaufsstart des Leuchtturms von uns per Mail informiert. Ihr werdet also erfahren, wenn dieses coole, hochmodulare, sehr geil gebaute Set wieder eintrifft und werdet alle die Chance haben, es zu bestellen. Auch hier ist bereits eine nächste Lieferung in Planung, aber wie gesagt, erstmal kommt in den nächsten Tagen eine große Menge dieses Leuchtturms bei uns an. Und ich habe ihn selbst noch nicht gebaut, aber ich fürchte, auf eines von den Sets werdet ihr verzichten müssen. Ja, das nehme ich mir mit. Ich habe da keine Ahnung. Ich kenne den Astronomen jetzt persönlich nicht. Ich auch nicht. Aber er ist bestimmt ein geiler Typ. Das denke ich. Also wer sich sowas einrichtet. Er hat auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr geiles Haus. Er sieht schon echt klasse aus. Ich finde also das Meer habe ich so noch nicht gesehen. Nein. Das was der Sache, finde ich, noch am nächsten kommt, ist tatsächlich diese aufgewühlte See bei dieser Burgruine. Auf den Klippen von Funhole. Das ist auch sehr cool mit diesen Wellen und das schlägt sich auch und so. Aber hier die Bauweise mit den verschiedenen Blautönen. Ja. Das ist ziemlich geil. Klasse. Auch klasse. Ein paar Einschlüsse, dass man so ein paar, ich glaube, irgendwo sitzt eine Krabbe in so einem Ding und, oder ein Hummer, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Oder eine Boje, die dann da auch wirklich schief drin liegt, was auch sehr cool gebaut ist. Das Ding ist super. Da ist ja auch ein Set geplant, das man gut mit dem kombinieren kann. Also genau, wir haben uns überlegt, der Leuchtturm ist ein bisschen einsam. Der ist einsam, das haben auch einige von euch gesagt. Genau. Der Leuchtturm ist einsam, der braucht Freunde ja. Und Erweiterungen. Und